Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute sprechen wir über Overwatch. Warum ist es weg und wird es wiederkommen? Seit der offiziellen Ankündigung von CS2 ist Overwatch nicht mehr verfügbar. Das hat natürlich viele verwundert, vor allem weil es nirgendwo stand, dass es so sein wird oder so kommen wird oder warum es eben so ist. Es ist einfach eine Begleiterscheinung gewesen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wird Overwatch überhaupt wieder zurückkommen? Werden wir es erst in CS2 wiedersehen oder wird das Anti-Cheat die ganze Aufgabe komplett übernehmen für die Zukunft? Diesbezüglich habe ich zwei Informationen, die, soweit ich aber weiß, nicht offiziell bestätigt sind. Das sind eben zwei Seiten, die man hört. Die eine Seite ist, Overwatch wurde mit Absicht abgeschaltet aufgrund von Arbeiten an CS2 und am neuen Anti-Cheat. Die andere Information ist, dass Overwatch mit Absicht zwar ausgeschaltet wurde, aber falsch ausgeschaltet wurde und jetzt einfach kaputt ist oder defekt ist und es gar nicht geplant war, dass es so lange aus ist und man eben bereits daran arbeitet, dass es eben wieder geht. Da dieser Zustand aber aktuell schon seit einem Monat oder fast einem Monat andauert, ist natürlich zu bezweifeln, dass da großartig dran rumgewurschtelt wird, beziehungsweise kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass sie aus Versehen Overwatch irgendwie kaputt machen, in Anführungsstrichen, und es dann nicht mehr gewuppt bekommen, das wieder irgendwie ja, hinzukriegen. Man hat ja auch schon mitbekommen, dass CS2 mit einem neuen bzw. verbesserten Anti-Cheat dann daherkommen wird und es unter anderem ähnlich wie in Valorant auch Live-Bans geben wird, dass also ein Spiel einfach beendet wird und es steht, es wurde jemand gebannt, der gecheatet hat und darum ist das Spiel jetzt eben dann zu Ende. Ob das jetzt aber zwangsläufig heißt, dass Overwatch hier keine Anwendung mehr fände, würde ich bezweifeln bzw. würde ich so zumindest nicht interpretieren. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann ganz genau überlegt, welche Spiele so eine Funktion wie Overwatch haben, dann wird es doch schon irgendwie so ein bisschen eng. Also ich kannte das bis dato auch nur von Counter-Strike, dass man überhaupt sich Spiele wieder angucken konnte und auch sagen konnte, jawohl, da hat einer gecheatet, aber jetzt nicht im Nachhinein wie eine Demo, sondern eben tatsächlich angebotene Cases von anderen, die einem vorgeschlagen werden. Vielleicht bin ich aber auch zu entfernt von anderen Spielen und möglicherweise haben das dann doch viele andere auch. Mir war das auf jeden Fall in Go dann ganz neu, dass sowas überhaupt geht oder eben sowas angeboten wird. Man braucht sowas ja eigentlich nicht, wenn das Anti-Cheat gut genug funktioniert. Aber ich fände es sehr schade, wenn es wegfallen würde, denn auch für einen Content-Creator wie mich war das natürlich eine sehr, sehr geile Sache, um eben einfach Content zu kreieren. Overwatch war was, was man immer wieder machen konnte, was immer wieder spannend war und was auch von den Zuschauern ja gerne gesehen wird oder wurde. Hierzu habe ich direkt einen Vorschlag, den wir gerne umsetzen können, den habt ihr auch schon ein paar Mal vorgeschlagen und zwar könntet ihr mir, wenn ihr wollt, Fälle von euch, also Demos von euch schicken. Die könnt ihr einfach in CSGO selbst herunterladen und mir dann irgendwie zukommen lassen über Google Drive oder sonst was. Und dann kann ich mir diese Demos anschauen. Ihr könnt mir auch hinzukommend schreiben, wer der Suspect in euren Augen eben ist. Dann kann ich es nämlich so einstellen, dass es optisch aussieht wie eine echte Demo, also wie ein echtes Overwatch. Ja, und dann haben wir alle das echte Overwatch-Feeling. Also dann könnte ich oder kann ich wieder normale Overwatches machen, in Anführungsstrichelchen. Ich habe am Ende nur nicht diese Übersicht, was der wohl hatte und dass man den eben halt wegreporten kann. Zumindest soweit ich weiß, kann ich nicht über eine Demo jemanden reporten. Ihr könnt das aber übrigens machen über eure eigenen Demos. Wenn ihr da wie gesagt in ein altes Spiel reingeht und nochmal genau guckt, ob da nicht jemand tatsächlich anhatte und ihr stellt fest, ja, der hatte an, dann könnt ihr dennoch den Report durchführen. Zwar über Steam selbst, aber es geht auf jeden Fall trotzdem. Wenn ihr mir eure Demos zukommen lassen wollt, sind zwei Dinge wichtig. Einmal müsst ihr mir euren Demo-Link schicken. Den findet ihr, wenn ihr bei euch in die vergangenen Spiele geht, auf das Spiel geht, das ihr mir eben schicken wollt. Und dann ist unten rechts dieser Knopf mit diesem Spiele-Teil-Code oder Match-Sharing-Code. Ich hab's halt auf Englisch. Diesen Code könnt ihr mir schicken. Das ist irgendein Run-Game-Befehl. Und dann halt mit einigen Zahlen und Buchstaben hinten dran. Einfach alles per Mail. Und ihr schickt mir bitte noch den Namen desjenigen hinzu, der eurer Meinung nach cheatet, also des Suspects eben. Da reicht es, wenn ihr mir zum Beispiel den Profil-Link einfach komplett mitschickt, also von dem vermeintlichen Cheater. Ihr könnt ja in der Demo selbst auf ihn draufklicken, Steam-Profil öffnen und so weiter und mir dann genau dieses Steam-Profil, also einfach dessen Link, schicken. Somit steht dann in der E-Mail der Name des Suspects und eben dieser Demo-Link und dann passt das, dann kann ich da reinglotzen. So, Dille, was hat man jetzt hier aus diesem Video mitgenommen? Wir haben zwei unbestätigte Informationen, dass CSGO Overwatch down ist. Und dass es down ist, wissen wir ja. Warum es down ist, wissen wir nicht. Ob es im neuen Counter-Strike enthalten sein wird oder in CSGO wieder reaktiviert wird, wissen wir leider auch nicht. Ab Sommer 2023 wird es aber auch dort keinen Unterschied mehr geben. Es wird dann kein CSGO und CS2 mehr geben, sondern es wird ja zusammengelegt. Ja, und dann werden wir sehen, was passiert. Wichtig ist auf jeden Fall die Information, dass ihr, wenn ihr wollt, mir eure Demos schicken könnt. Ich glaube, Wingman geht auch. Also Wingman wie auch Matchmaking könntet ihr mir einfach zukommen lassen. Dann kann ich mir die Demos anschauen und wir haben gemeinsam doch noch Overwatch-Fälle, die wir eben dann bewerten können.
Sehr nice wäre es auf jeden Fall auch, wenn ihr mir dann in dem Fall eine Textdatei oder irgendwas mitschicken könnt mit dem Namen oder Steam-Profil des Cheatenden oder der, der nach eurer Meinung eben cheatet, damit ich auch den richtigen begutachte. Das wäre dann somit unsere Community-Lösung für das Problem, Overwatch ist nicht mehr da. Ja, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Gerne könnt ihr die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet mit den eigenen Overwatches, dass wir einfach selbst welche herstellen. Und ja, dann sehen wir uns wie gesagt demnächst wieder. Haut da rein, vielen Dank für die Kommentare und die Likes. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.